Und los geht's mit der ersten Piste-Round. Aronix startet auf der CT-Side, Windig auf der T-Side. Wir sehen Bubble mit Smoke, Doppelflash, Oculicious. Ja, offensiv Richtung Mitte, Richtung Lower Tunnels, zieht sich erstmal schnell zurück. Es gibt die erste Mitte Xbox-Smoke. Poison. Ja, sie pushen kurz durch. Der kann auch noch erstmal keinen Schaden machen. Einfach drauf, defensiv gehalten von Lang, von Devran. Und Windigo bricht ja, dieses Schnelle erstmal ab. Und das bleibt beim 5 gegen 5. Also. Windigo. Jetzt mit dem A-Split über kurz, über lang. Da stehen sie immer noch. Devran und Pax. Victor pusht raus mit einem ersten Flash. Oh, und das gibt den ersten Headshot. Devran will noch einsetzen. Perks von der Seite. Bei Evergold kommt Bubble. Und auch Poison ist raus. Der A-Split leider vertan. Nur eben, die Bombe ist gelegt. Chips. Blocker. Lang Headshot abgeämmt. Kurz offensiv gestanden. Oronix teilt sich auf über lang, über CT. Blocker allein gelassen. Und das ist eine saubere Runde für Oronix. Ohne auch nur einen einzigen Verlust. Poison, Scout, Doppelgalier investiert. Binigo hat sich ein bisschen was reingekauft, wäre das nicht klar. ESG mit Doppel-M4, Doppel-Scout und Empire in die Runde geht. Blocker Richtung Tunnels und werfen mit 3, 4 Mann für den eventuellen B-Split. Wird vielleicht Bubble über die Mitte. No Collicious. Hinten Plateau mit der Scout. Und jetzt kommen sie raus mit ein paar ersten Flashes. Blocker! Aber keine Chance. Sie mit 2 Oculicious als Backup. Mit der Scout als Support. Nächsten Shot sitzen nicht. Und es ist ein 3 gegen 3. Machbar. Für Windigo. Doppel Scout, Chips, Poison, Bubble und ein Tunnels mit der MAC-10. Und Aronix. Ist sich noch nicht so ganz sicher. Sollen sie es versuchen? Sollen sie es überlassen? Sie haben ein Kit, sie haben Flashes, sie haben noch 2 Smokes. Und kommen schon mal relativ close in Richtung Tür. Chips mit der nächsten hohen Flash hinterher. Jetzt haben sie keine Granaten mehr bei Windigo und müssen sich entsprechend auf ihr Aim verlassen. Und das kann tricky werden. Farmers für Chips. M4 für Poison. MAC-10 für Bubble. Und die Zeit rennt immer, immer weiter runter. Und Aronix. Tja. Sie gehen eben nicht in den Retake. Direkter 1-1 Ausgleich. Windigo natürlich ein bisschen im Vorteil. Full Rifle Setup mit der Scout bei Poison. Aronix mit Doppel MP9 bei Oculicious bei Arno. Geht wieder lang die ersten Granaten raus, die ersten Counter Flashes. Arno auf die Close Distance, auf der Blue Box. Oh, nicht gespottet, aber reicht eben halt nur für einen. Und Blocker, Bubble können wieder 2 Vorteile rausholen. Oculicious, Sia, MP9, M4. Wir haben kein Kit dafür, ihr wollt Smoke Flash in der Hand. Nur die Frage, ist es das Risiko wieder wert? Na, lang wird abgeaimt, Chips in der Double Doss noch drin. Oculicious kann erstmal nicht von der M3 upgraden, denn die Rifles liegen alle auf lang. So. Und die Runde, die ist wieder erfolgreich. Windigo, zweite Runde. Aronix sichert sich 2 Rifles, Kevlar und ein paar Nades.
Na, vielleicht schaffen es ja sie ja, um der Collision wenigstens ein bisschen Impact zu haben. Nur der Rest, ich muss Baronix in die Pistol Eco-Round rein, kann da also nichts mehr nachinvestieren. Poison, Mitte, Scout, erster Anschuss, das gerade gegen die M4, natürlich sehr, sehr unglücklich. Mitte, pusht man offensiv Tunnels rein, wichtige Info gerade für Blocker. Und Ocolicious ist raus. Nano. Kommen unten wieder aus der Mitte raus mit dem ersten Trade für Perks. Was natürlich noch eine erste Arcane-Ende spielt. Poison mit der Scout nicht erfolgreich. B250 reicht gerade noch so, währenddessen noch Rolex einfach offensiv pusht. Chips aus der Mitte. Jawohl, sieht einen, sieht zwei. Scout von Devrin, Arca bei Perks. Und wir natürlich hofft man da so ein bisschen mehr rausholen zu können. Die Bomben natürlich liegt. Sie haben wieder kein Kit, kein Kevlar. Sichern sich jetzt AKM4 und hoffentlich damit ein bisschen Geld zu sparen. Bubble, close auf kurz. Oh, die Shots gehen einfach nicht auf. Und das ist ein 2 gegen 2, was man eventuell ausspielen könnte. Jetzt die nächste Barround für ESG natürlich entsprechend aufgehen muss. Ja, ganz klar. Und bin sehr gespannt. Da natürlich jetzt eine Chance bekommt. Aber wieder Richtung B. Schnell einfach drauf. Perks unten Mitte close. Ein 3 gegen 3, was machbar wäre. Bubble. Tunnels, Offensiv, Pharaonix, die haben wieder Kids, die haben ein paar Granaten in der Hand, ein Molotov, ein Nade, also ein bisschen besseres Equipment als eben die Runden zuvor. Poison, aimt Richtung Tür, hofft damit der AWP natürlich einen schnellen Shot setzen, um den Überzahl wieder rausholen zu können. Molotov ist gut, Poison verbrennt, runter auf 50, probiert ein paar Flashes zu dodgen, Arno blind, pusht da Richtung Spot, Unterschied, das kann nicht aufgehen. Und wieder müssen Perks und Deathrun zurückweichen. Kein Erfolg im Retake. Devrin auf 13, Perks gedoppelt, macht nochmal viel Schaden. Und wenigstens Poison nimmt die AWP mit in die nächste Runde mit. Poison. Mitte, Mitte, AWP. Aronix hat ebenfalls noch eine AWP in der Hand. Devrin auf lang Glück, dass er da blind noch davon kommt. Chips, Bubble. Ja, langsam ein bisschen Raum einnehmen, ein bisschen Platz schaffen. Und eben langsam aufbauen. Bloß nicht zu schnell, bloß nicht zu energisch. Denn eben könnte Devrin auf lang auf dem A-Spot mit Long Distance Richtung Pits da durchaus vielleicht ein, zwei saubere Shots absetzen. Windigo langsam vorgepirscht. Oh, Devrin mit Pech. Dann im Nachsetzen gegen Poison. Aber ist entsprechend angeschossen, muss zurückweichen Richtung Short. CT. Na, zieht man sich langsam in die Smoke rein. Victor, Chips, erster Trade. Arno von der Seite. Und das ist eine kleine Überzahl für Aronix. Victor, Bubble, Hand 2 gegen 4, Elbiter geboostet, Bubble tropft sich runter, währenddessen Arno einfach auf den Spot drauf pusht. Victor am Auto mit einem, aber keinem zweiten, Ocolicious ist da. Und wir haben endlich den zweiten Erfolg für Aronix auf der Dust 2 City Side. Jetzt heißt es dranbleiben, anknüpfen. Windigo, sofern sie die Runde verlieren, geht's auch da in die Pistol Eco Round ein. Chips, dann freiwillig die Arca in die Hand. Gibt diese Blocker
und behält dafür die Galil. Oh, Mitte unten, direkt da schneller Trade die AWP raus. Devron Geschichte, gibt eine Flash rein, aber Colicious traut sich da nicht ganz nachzupieken. Bubble. Richtung Shorts. Mit 18 AP natürlich entsprechend glücklich davon gekommen. Und wieder geht's über kurz Richtung Aspen. Ist wieder offen. Aronix! Hatten bei ihr versucht, in Richtung Mitte zu stacken. Mit drei Mann, aber dafür halt den A-Spot einfach sperrangelweit offen gelassen. Und das, finde ich, merkt Vinigo ziemlich schnell. Bombplant wird jetzt vollzogen. Drei Mann unten im CT, vier Mann unten im CT. Sie haben Kids, sie haben Molotovs, sie haben Flashes, sie haben noch Smog. Also durchaus vielleicht eine Möglichkeit, da noch den Retake zu meistern. Der Ronix braucht eben entsprechend auch eine zweite Anschlussrunde. Perks kann traden gegen Chips, dann einfach offensiv runtergeschaut hat. Poison Shot, aber ich bin aber nachsieht da unten zwei, drei Mann durchcrossen. Poison trifft die Shots nicht. Switcht auf die AK, guckt jetzt nochmal nach. Die AK ist leer und Blocker. Bubble müssen delivern. Gibt nochmals den Boost nach unten. Blocker, das reicht nicht. Arno. Und die dritte Runde für Ronix. Und sie haben richtig viel Glück gehabt. Gerade dass ein Poison einfach keinen Shot getroffen hat mit der AWP. Aber Vinigo investiert nochmals. Mit vier Rifles und einer Scout. Oder nix. Bleibt da mit AWP und vier Rifles. In der Fullball Round. Bubble Mitte raus, diesmal nicht bedrängt worden. Diesmal trippelt Aronix den A-Spot. Schaut Richtung Tür. Oh, Spade und sich auch gleich gerade als Backup. Sie ja weiß, dass dann ein Safi rauskommt. Victor bekommt den ersten Trade. Victor bekommt den zweiten Trade. Jetzt muss er aufpassen. Und das ist eben ein 3 gegen 3. Machbar. Bombe am Default Plant. Aronix aufgeteilt. Mitte zur zweit unten Richtung B-Tür. Perks an der Tür, schaut Richtung Box. Ah, jetzt kommt erst die Defensiv-Smog rein, was immer ein paar Sekunden raus wird, gerade im Retake von Aronix. Molotov Richtung Plateau, Flashes. Und das Smog hat man noch, alle fliegen rein Richtung Spots. Chips ist blind, sie pushen rein übers Window. Poison, Arno, und Chips im 1 gegen 1 gegen Arno, der oben drauf steht. Chips, oh, von der Seite. Und er holt wichtige Sekunden raus. Arno pusht offensiv von der Seite und die Zeit reicht nicht mehr. Und am Ende geht er sogar noch drauf, der Arno. Kein Waffensave Aronix und ebenfalls auch kein Ausgleich. Aronix forst rein. Scout, Doppelpistol, Doppel-MP9. Natürlich somit der Vorteil ganz klar auf der Seite von Vinigo mit den Rifles, mit den AKs. Victor auf kurz. Jawohl, erster Entry. Kein Schaden eingesteckt. Lange sauber. CT steht unten drin, aber wieder keine Defense auf dem A-Spot. Devron, Last Man Standing mit der P250, Kevlar, Flash, Chips am T-Spawn. Ah, mit dem falschen Fokus, aber hat noch Zeit, um sich umzudrehen. Reicht eben nur nicht ganz. Und dann im Sprung ist es Blocker. Tja, Galil. Ah, die SG konnte man sicher bei Poison. Aronix, jetzt in der Pistol Eco Round. Daher muss Windigo eigentlich keine fünfte Rifle nachkaufen. Chips, glaube ich, kauft sich erstmal noch eine MAC-10. Victor wieder zusammen Richtung B-Spots.
Ah, die sind jetzt zweimal hinten drauf. Die ersten Flashes sagen an die ersten Granaten. Devrim, der Deagle, aber keinem Trade. Chips doppelt mit der MAC-10. Pusht weiter rein, den dritten auch noch. Und wieder nur Perks. Ein einziger in 5. 5-7. Smoke. Tunnel steht. Mitte steht. Sie pushen so überall durch. Klar, Chips, warum nicht? Mit der MAC-10 noch ein Frag ziehen. Na, ja, gerade auf kurz ist schon gar nicht mal so schlecht. Blocker kommt. Und der Headshot sitzt. Und nochmals muss Oronix sparen. Doppel-Deagle, Doppel-P250, zwei Granaten in der Hand auf Lang Arno. Direkt gedoppelt steht noch eine Deagle. Und es gibt halt immer noch keinen Verlust bei Windigo. Immer noch alle fünf am Leben. Und die Hedge of the Long Distance, die machen so unendlich viel Schaden gegen Oronix. Collisions, Sia, Tunnels drin, Victor pusht vom B-Spot. Ah, das aimen sie ab zu zweit. Victor zum ersten, aber instant der Trade. Und unten Lower Tunnels, da kommt auch schon wieder Bubble. Chips, MAC-10. Na, das reicht nicht mehr. Molotov nach unten geworfen, Collisions schießt, um vielleicht ein bisschen zu baiten, aber Blocker pusht da einfach durch den Molotov durch. Kassiert viel Schaden, aber es reicht halt trotzdem. 8-3 Halbzeit Windigo. Poison. Oh, diesmal ohne Impact in der Mitte. Doppel-AWP, Occulicious und Devran. Occulicious Richtung Tunnels. Devran Richtung A-Spot. Das Harald schon mal viele Granaten Richtung B-Spots. Ah, gibt ein paar erste Antworten. Und dann ist natürlich entsprechend limitiert, was die Granatenanzahl angeht. Man hat trotzdem noch zwei Molotovs, drei Smokes und natürlich viele, viele Flashes in der Hand. Und so langsam jetzt Richtung Mitte. Perks, defensiv und im CT-Mitte auch. Hofft, dass sich da endlich mal was zeigt. Windigo wieder mit 3-4 Mann in Richtung A kurz unterwegs. Mitte steppen sie close. Perks wartet auf seinen Einsatz, auf seine Momente. Brennt ein bisschen lang geschossen. Perks auf 40, schnappt sich aber Bubble. Victor kurz durch. Lang steht Devran mit der AWP. Defensiv in Richtung Auto. Oh, Victor droppt runter. Perks mit Glück. Und in der Mitte bekommt er fast noch seine dritten Frag die Runde. Chips. Ah, nicht gegen die AWP. Blocker auf 20 Richtung B-Spot. Occulicious hält hinten Tunnel sauber. Währenddessen natürlich Sia in Richtung Tür schaut. Und es ist der vierte Erfolg für ESG auf das 2. Windigo. Natürlich, sie haben ordentliche Reserven auf der Bank. Also die können auf jeden Fall nachkaufen. Das ist gar kein Problem. Wir brauchen eben Oronix. Jetzt die Anschlussrunde. Weiterhin Doppel-AWP, die Poison erstmal disablen kann. Devran da vielleicht ein bisschen zu offensiv auf Lang reingeschaut. Und auch Arthur, ich möchte jetzt traden, vielleicht die AWP recovern. Flash kommt raus, aber keiner pusht. Na, die Orb hat Arno erstmal sicher. Na, sie boosten da auf die Box drauf. Bubble. Man sieht erstmal nichts, könnte vielleicht sehen, dass die AWP weggetragen wurde. Wieder Windigo, über kurz, über lang. Das kann ja eigentlich
nur einen geben, währenddessen man offensiv Tunnels pusht mit Oculicious. Und das sind ganz, ganz wichtige Ausflüge. So müssen wir eigentlich aus der Mitte schieben. Arno auf lang, springt unglücklich. Flasht nochmal rein, Richtung lang hoch. Muss aufpassen, kurzes durch. Und dann bekommt er instant vom Blocker ins Gesicht. 3 gegen 5 Unterzahlen. Sie haben Kits, sie haben Granaten. Aber eben überhaupt keine Map-Control. Chips, warte mal, Richtung Lower Tunnels nach. Ah, ein bisschen zu offensichtlich und Oculicious und Perks bekommen die ersten beiden Trades und sie könnten jetzt sicher versuchen zu retaken. Nur sie wissen eben nicht, geht Windigo schon offensiv in den Lurk-Modus? Der Bubble vielleicht oben in der Mitte an den Barrels auf die Long Distance. Ah, schafft gerade den ersten, den zweiten, fast zu setzen. 50 HP Oculicious schafft es weg in Richtung Mitte, Richtung City. Und dann kommt nochmal Perks mit der AUG. Nur die Zeit reicht halt eben auch mit Kit nicht mehr. Nicht um zu retaken und dann zu defusen. Deswegen sichert man sich die AWP und die AUG auf dem B-Spot. Und Windigo denied die Anschluss an Baronix. 9. Runde auf der T-Side kann sich schon mal durchaus sehen lassen. Und die Frage, Baronix, bleibt es bei 3 oder vielleicht doch bei noch mehr Runden Abstand nach der ersten Hälfte? Sie investieren nochmal in weitere Rifles. Gibt die AWP in die Hände von Devran. Chips, Victor, wieder zu dritt in Richtung B-Spot. Sie ja offensiv mit einer ersten Info gedoppelt. Oculicious mit 2, aber dann ist Schluss. Notation kommt. Arno mit einer ersten Tür-Smoke pusht einfach durch. Oh, schnappt sich zwar Chips, aber Blocker kann direkt wieder revidieren. 2 gegen 2, machbar. Doppel-AK gegen eben AWP und AUG. Aufgeteilt Richtung Mitte, Richtung Tunnels. Und Blocker, der lässt einfach die Zeit für sich arbeiten. Schnappt sich jetzt Perks, der einfach zu offensiv Tunnels. Die Bombe doch gar nicht gelegt worden. Also eigentlich auch kein Grund, da einfach schon offensiv reinzufacen. Devran ebenfalls mit der AWP über Tunnels. Immer noch Bombe on so mit Blocker. Und der aimt immer noch ab, wartet bis Bubble nachkommt. Schaut nochmal nach und beide Spieler, Perks und eben auch Devran, versuchen zu Tunnels und scheitern kläglich. Also, das hätte man, glaube ich, durchaus sicherer ausspielen können. Natürlich war es ein bisschen tricky, da man eben immer noch in der Mitte stand und gebackstabbt hat. Aber die Runde hat man da doch schon ziemlich stark hergeschenkt. Und deswegen heißt es nochmal taktisches Timeout, auch wenn es aus dem Hause Windigo kommt. Hat ja vielleicht ESG da noch irgendetwas im Repertoire, was sie vielleicht jetzt nutzen können für eine Force Baround mit einer AUG, mit einer Scout, mit Pistols. Aber eine 10. Runde sollte da für Windigo eigentlich durchaus drin sein. Das scheint doch dann eher ein technisches Timer zu sein, was man hier aktuell hat. Letzte Runde der ersten Halbzeit. Windigo pusht wieder rein raus. Hinten steht Perks defensiv in Richtung Spots. Gibt die ersten Flashes Richtung lang und Chips pusht einfach durch. Rotation ist schon da. CT, Elevator, Oculicious ist gesehen worden. Flasht hoch, schnappt sich direkt den ersten Headshot. Aber Poison kann traden. Erste CT-Smoke. Zweite, kommt erst später für Nummer 2 Flashes hinterher. Und sie warten, bis sie durchlaufen.
Molotov liegt close, kurz eben ebenfalls mit einer ersten Granate. Victor auf die Pause auf 50, also schon mal guter Schaden. Nur dann kommt eben Blocker mit dem Backstep. Schaut Mitte nochmal nach, sieht unten den Kopf. Sia, Devron. Beide Richtung Mitte, beide Richtung Xbox, Richtung Short. Und es ist ja die letzte Runde der ersten Art. Alles versuchen, was irgendwie möglich ist. Flash war nicht schlecht gewesen. Traut sich trotzdem nicht aus der Smoke raus. Blocker hat ja Zeit, den Molotov in die Hand zu nehmen. Sie können erstmal nicht weg. Schnappen sich der erste Aug, der erste AK. Devron piekt nochmal rein Richtung Spot. Na, Headshot Ramp. Victor auf 3, Poison auf 50. Aber die Bombe, die tickt und tickt und sie haben kein Kit. Deswegen ist auch die Runde wieder vorbei. 11-4 Halbzeit für Windigo. Tja, was macht Aronix in der zweiten Halbzeit? T-Side mit einer P250, mit einer Flash und einer zweiten P250 für Oculicious und für Devron. Und schnell Richtung Tunnels. Jetzt das Ganze ein bisschen abgeslowt. Lower steht, kurz steht, also trippeln die Mitte. Und ESG versucht's in Richtung Baseball. Chips, so, bekommt instant das Gesicht. Pushen rein, Blocker Close Distance, auch hier gibt er die P250 zu spüren von Devron. Und das sind zwei sichere Entries auf dem Baseball. Arno gedoppelt, Bubble, Poison, wichtige Trades. Victor schaut Richtung Plateau, Richtung Spot. Oh, hinten rechts immer noch Sia auf die Close Distance. Der Schaden ist gut. Bubble One-Shot. Aronix schnappt sich die zweite Pistolenrunde. Lang raus, Stafford mit der AK. Ah, oh, schöner Schaden. Och. Ja, obwohl der Devron den ersten Deagle-Chat so schön bekommt. Poison mit 10 AP, muss aufpassen. Granate kommt, fliegt aber zu kurz. Perks am Prefeuern. Und das bleibt erstmal bei einer Einmann-Überzahl für Aronix. Bubble, onside mit der Scout. Weiß Pitch steht. Na, hofft er irgendwie vielleicht gegen die SG einen Headshot zu setzen. Bubble lässt sich sehr viel Zeit. No, und trifft den Prediction Shot durch die Smoke. Das gibt's doch nicht. Ausführbares 3 gegen 3. Aronix aufgeteilt. Oculicious aimt Tunnels ab, währenddessen sich Sia Perks etwas mit der auf lang zurückziehen Richtung Top mit. Bubble auf A, Poison auf lang, Victor in der Mitte. Sie schieben langsam rüber Richtung B und dann gibt's die erste Mitte in die Hand. Mit 50 Sekunden soll es gemeinsam mit allen drei Spielern Richtung B gehen. Und da stehen sie jetzt zu zweit. Oh, fast schon zu dritt. Winigo mit einer fast perfekten Prediction. Gibt eine erste Flash raus. Oculicious schaut mal. Oh, Window, nächster Anschuss. Und dann kommen die Pistols. Aronix läuft in den Zwei-Mann-Stack rein. Oh, wie bitter ist das denn? Das hätte unter keinen Umständen passieren dürfen. Force by Aronix. Deagles, Scouts, Kevlar. Wenigstens ein erster Deagle-Hit gegen Chips. ESG in der Mitte.
Bubble auf Spot, kurz, viermal von ESG, einer auf Lang, Sia. Und vielleicht bekommen sie einen ersten Entry hinter die Eagle hin. Arno schaut Richtung Spots, Richtung Boxen, Bubble noch geduckt. Lang am Auto, Poison zum ersten, Bubble weiß Bescheid, Poison gibt wichtige Infos ab. Jawohl, Schaden ist gut. Perk 17, 80 Dev Run. Und der weiß nicht so recht, wo er hinlaufen soll. Oh, ist das bitter. 1 gegen 3, 9 HP, keine Chance. Pistol Acherons. Windigo mit einer eigentlich sicheren 14. Wieder unten Lord Hunnels reingepusht. Bubble mit einem MP9 für Close Distance. Kann also viel, viel Schaden machen. Na, bekommt erstmal nur eine, kann aber nachladen. Jetzt kommen die zu zweit, zu dritt. Bubble braucht Hilfe. Die bekommt davon Chips. Und Drocolicious versucht sein Möglichstes. Der Peter 50 Benz gedoppelt worden. Eine Robert Hunnels pro Straf von B-Spot. Und das ist die 14 für Windigo. Letzte Chance, Aronix. Sie haben AKs, sie haben eine Galil, sie haben Granaten. Nur eben auch Windigo mit SG, AWP und eben AKs und M4s. Poison Mitte Richtung T-Spawn, schaut defensiv in Richtung Anti-Palme. Eine erste Karte Richtung B von Oculicious. Victor stellt sich close. Sia weiß, Mitte unten die AWP und Blocker einfach offensiv in Richtung Mitte. Und den Trade, immerhin den gibt es. Chips von Kurz, weiß unten, Tunnel steht was. Oh, das Timing von Chips ist optimal. Oculicious Richtung B, Step ist bekannt. Da springt Victor einfach von der Box runter. Und es sind 10 Map Points für Windigo. Und wieder hat ESG nur ganz, ganz wenig, was sie da irgendwie in die Runde investieren können. Eine AK, eine Scout, drei SMGs. Und wieder schnell Richtung B. Feuerlöscher sitzt, Flashback kommt raus. Victor mit unendlich viel Schaden durch die Smoke. Fast der 4K noch gegen Sia. Und das ist der Worst Case für Aronix. Das ist der Worst Case schlechthin. Sia hat Glück, die Granaten fliegen nicht weit genug. Molotov forst ihn raus, er verbrennt mit Recommended Nephron. Mit der Scout ebenfalls Tunnel drin und sich erwarten sie jetzt mit drei Mann. Ja, stepped, prefired. Bleibt bei der Scout. No-Scope sitzt, Chips auf 8, pusht einfach durch und sie knifen ihn. Zu dritt kommen sie aus Tunnels raus. 1-0 Windigo.